Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Premium Homebrew Folge. Und heute möchte ich euch DMG Deeds Damage vorstellen. Und zwar in der physischen Version mit OVP und Anleitung und drumherum. Ja, ich habe das Spiel schon einmal kurz vorgestellt in meiner ersten Gameboy Homebrew Folge, wo ich nur die ROM vorgestellt habe. Und da habe ich mir schon gedacht, hey, schade, dass ich das irgendwie nicht in physisch habe, weil das Spiel mir wirklich so gut gefallen hat, dass ich es unbedingt auch gerne haben wollte, weil das ein sehr, sehr cooles, kurzweiliges Spiel ist. Und dann ist es diese physische Version bei Yatsuna Games erschienen. Und das ist ein Hersteller oder ja, Produzent, nenne ich es mal. Der kommt aus Frankreich. An dieser Stelle viele Grüße an das schöne Ausland. Und wusste noch nicht, wie die Qualität davon ist. Und da dachte ich mir, hey, das ist so eine super Gelegenheit, um das mal zu bestellen. In dem Shop habe ich euch natürlich unten verlinkt. Könnt ihr natürlich auch andere Gameboy Homebrew Spiele kaufen oder auch Atari Lynx Homebrew Spiele gibt es da sogar. Finde ich sehr interessant. Wenn ihr das bestellt, könnt ihr euch entweder nur die Verpackung oder nur das Spiel bestellen oder natürlich alles zusammen. Und wenn ihr das Spiel bestellt, könnt ihr euch sogar entscheiden, ob das eine normale graue Cartridge sein soll oder eine mit transparentem Plastik. Ich habe die in den transparenten Plastikform genommen. Und an sich bin ich auch sehr zufrieden, kommt auch gleich hier mit entsprechender Schutzhülle. Ein kleines Problem habe ich jedoch. Ihr seht es hier vielleicht so ein bisschen am Rande hier. Das ist so ein bisschen geknickt. Ich schätze mal, das ist bei der Verarbeitung irgendwie so ein bisschen falsch oder nicht gut geknickt worden. Ne? Die Packung muss man immer so zusammensetzen. Ich gucke gerade, dass das mit dem Fokus einigermaßen passt. Weil der Fokus der Kamera ist leider fix, ist nicht sehr wild, aber ich zeige euch jetzt einfach mal kurz den Inhalt. So, und wie ihr sehen könnt, ist es von der Aufmachung her relativ einfach gehalten. Es konzentriert sich wirklich so sehr stark auf den Gameplay. Ich habe übrigens gerade vergessen, den Preis zu sagen. Also mit der OVP-Anleitung und so weiter sind es 40 Euro. Wie gesagt, Versand ist aus Frankreich, daher müsst ihr euch dann nicht mit Zoll und so weiter herumschlagen, aber ist natürlich jetzt nicht ganz so billig. Aber so viel dazu. Und jetzt gucken wir einfach mal rein. Ja, die Geschichte ist ganz einfach. Das Spiel ist erschienen zum 30-jährigen Geburtstag des Gameboys, was ja jetzt erst quasi kürzlich war. Und eure Aufgabe ist es, als Gameboy andere Handhelds zu verprügeln, um euren Kuchen zu bekommen. Das geht einfach ganz leicht. Ihr werdet sehen. Also, ich steuere hier den Gameboy. Die Level sind immer hier einen ganzen Bildschirm groß. Und mit dem rechten Knopf könnt ihr eure rechte Hand bewegen. Und halt auch Gegner schnappen, wie ihr seht. Und zerstören. Und natürlich mit dem anderen Knopf könnt ihr eure linke Hand bewegen. Je nachdem, wie ihr das Steuerkreuz drückt, seht ihr schon, bewegt sich die Hand natürlich. Und eure Aufgabe ist es dann halt immer, die Gegner zu schnappen und irgendwie gegen die Hand zu hauen. Das braucht natürlich so ein bisschen Übung. Ist nicht ganz so einfach. Und ich muss sagen, das wirklich auf dem Modul jetzt endlich mal auf einem normalen Gameboy zu spielen, das geht irgendwie wesentlich besser, logischerweise, als hier mit dem Emulator. Ne? Ihr merkt schon, ne? Manche halten natürlich auch etwas mehr aus. Und man kann natürlich dann auch den Gegner an sich irgendwie. Also Gegner gegen Gegner hauen. Entschuldigung, ich muss mich gerade konzentrieren. So. War auf jeden Fall sehr viel Spaß. Mal gucken, wie weit ich kommen werde, weil. Ich spiele das Spiel zwar gern, aber richtig gut bin ich auch nicht. Genau, also ihr habt oben natürlich auch die Anzeige, seht ihr mit den Batterien. Das ist natürlich eure Lebensenergie. So, gucken. Genau, das ist hier der erste Boss, den könnt ihr nicht direkt angreifen. Dann müsst ihr hier die, ich schätze mal Tamagotchi-Eier werden es sein. Aha. Den damit erledigen. Ich bin in solchen Spielen nicht gut, deswegen entschuldigt, wenn ich hier ab und zu mal ruhig werde. Ich finde, die Aufmachung ist einfach super. Die Musik ist natürlich nichts Besonderes. Wie ihr gehört habt, ist das natürlich eine Hommage an klassische Musikstücke.
Aber ist natürlich zeitlos und treibend, ne? Also wenn man das so will. Ja. So, wie ihr seht, könnt ihr auch zwei auf einmal schnappen. Aber das ist echt nicht einfach. Also ihr müsst das echt mal spielen. Also mir macht das Spiel sehr viel Spaß. Natürlich denn mit dem Gameboy mal die Prügel rauszuwerfen, ist natürlich nicht verkehrt. Aber auch diese Idee mit der Steuerung, die ist super. Also ich mag sie sehr. Ihr braucht natürlich so eine gewisse Eingewöhnung. So, zack. Und jetzt kommst noch du. Aber dann geht es relativ gut und flott von der Hand. Und das ist ja bei solchen Spielen immer das absolut Wichtigste. Also komplett durchgespielt habe ich es noch nicht, weil ich immer zu doof war. Aber so ein bisschen voran komme ich noch. Zack, zack, zack. Wenn ihr übrigens das nur als ROM haben wollt, habe ich das euch natürlich auch verlinkt. Ist kostenlos erhältlich, die ROM. Beziehungsweise könnt ihr natürlich den Entwickler natürlich etwas unterstützen, wie es normalerweise halt bei diesen itch.io-Seiten natürlich ist, würde ich euch natürlich raten, weil es ist wirklich ein sehr, sehr cooles, kurzweiliges Spiel. Okay, gut. Was haben wir hier? Den Boss. Ihr seht also, die Bosse an sich sind natürlich. Ja, Mist. Falsche Hand. Pi mal Daumen nach demselben Rhythmus, dass ihr die halt nicht direkt angreifen könnt. Ne? Und werde ich jetzt sterben? Zack. Ich finde auch. Na, verdammt. Der Gameboy an sich, der sieht halt so liebevoll gemacht aus. Ne? Er guckt halt immer in die Richtung, die er gerade läuft. Zack. Ne? Ja. Mist, 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 falsche Richtung gedrückt. Ah, okay. Aber ich denke mal, ihr habt das Spielprinzip einigermaßen gesehen und denke ich mal auch verstanden. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, hier wegen der Kante muss ich mal schauen. Ich weiß, dass einige von euch auch sich das geholt haben. Könnt ihr mal in die Kommentare reinhauen, ob das jetzt bei euch so war oder ob ich es einfach nur so ein bisschen Pech hatte. Also mich persönlich stört es nicht sehr großartig, weil ich da nicht ganz so sehr so piefig bin und da auf den perfekten Zustand achte. Aber den einen oder anderen mag es wahrscheinlich bei euch stören. Aber schön, dass ihr reingeschaut habt und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, meine Lieben. Tschö!